Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Yes, Your Grace. Liebe Leute, ich drücke auf die Blume und Woche 1 ist vorüber. Dies ist dein wöchentlicher Zusammenfassungsbildschirm. Hier kannst du die wöchentlichen Einnahmen und Ausgaben deines Königreichs sehen. Im linken Bereich, siehe hier, können Sie Upgrades und Fixes für das Schloss kaufen. Um ein Upgrade zu kaufen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche mit dem Upgrade-Namen. Die Kosten werden der Zusammenfassung hinzugefügt. Aha, schauen wir doch das kaputte Dach. Mal minus 5 Vorräte. Das heißt, wir müssen es auf jeden Fall. Entfernt die Vorratsstrafe aus der Schatzkammer. Wie viel Gold habe ich? 25. Doch, das mache ich. Das mache ich. Stan General. 2 Gold pro Woche erhalten. Minus 15 Getreide. Na, das lasse ich lieber noch. Reparatur Theater entfernt. Die Strafe für Moral aus der Schatzkammer. Kaputtes Theater. Stan General. Achso, das ist der General, den wir entsandt haben, ne? Ich glaube, das ist schon mal ganz gut so. Dann mal speichern und fortfahren. Greif noch! Woche 2. Oh Gott, jetzt schon wieder Arbeit. Wo wäre denn das? Radovian. Und allgemein. Herr Allgemein, treten Sie vor. Oh, heute haben wir aber viele Leute. Ah, das ist der General. Euer Gnaden, keine Spur von Monstern. Wir sind jedoch über diese Banditen gestolpert. Sie haben das Dorf geplündert. Roter Kopf, scharfe Zähne. Ein Wappen von Radovia. Oh, das ist er? Ich dachte, so etwas findet man nur in Büchern und alten Manuskripten. Oh, das war wahrscheinlich in einem Jahr dort der Kampf, ne? Das war gegen die wahrscheinlich. Nun, scheint, als hätten wir auch eins hier. Sag mir. Was hast du und deine Männer in der Nähe des Dorfes gemacht? Wir haben nur unseren Lebensunterhalt verdient. Ein Mann könnte es Plünderung nennen. Ich würde es harte Arbeit nennen. Wessen Banner? Ja, das wissen wir ja, oder? Stimmt es, dass Sie aus Radovia sind? Ihr Mann hat recht. Radovia ist meine Heimat. Und bald auch eure. Wer ist euer Anführer? Oder bist du nur ein barbarischer Dieb? Wir sind ein freies Volk. Wir verbeugen uns nicht vor Königen oder Herren. Kühne Worte für jemanden, der unbefugt ein anderes Land betritt. Kühn und dumm. Ich hab genug Geld. Euer Gnaden, wir können nicht zulassen, dass Barbaren durch unser Land ziehen, plündern und unschuldige Menschen töten. Es steht außer Frage, dass dieser Mann der Prozess gemacht werden muss. In den Kerker. Ich hab ja Platz, ne? Du wirst in einer Zelle verrotten. Sie wollen mich nicht gehen lassen, aber sie haben auch nicht mal den Mut, mich zu töten? Meine Freunde werden gerne von deinen feigen Entscheidungen hören. Sie werden davon nicht hören. Ich muss mit Aurelia darüber sprechen. Tschüss. Oh, schatz mal, da Rufzeichen. Was hältst du davon, Audrey? Radoviana! Hier? Wie kamen sie durch die Berge? Warum sollten sie mit einem Krieg drohen? Das sind viele Fragen, aber ich brauche Antworten, Audrey. Vergib mir, euer Gnaden. Ich bin nur verwirrt. Es könnte vernünftig sein, über die Erneuerungen einiger alter Verträge nachzudenken. Sprechen Sie mit alten Freunden und sehen Sie, wer uns helfen kann. Mit unseren derzeitigen Ressourcen würde ein Krieg eine gewisse Niederlage bringen. Ich werde einige Vorbereitungen treffen. Hey, wo gehst du hin? Audrey!
Okay, Lorsulia. Ich bringe Neuigkeiten, Vater. Asalia hat sich letzte Woche nachts rausgeschlichen. Ich traf sie auf dem Weg zu ihrem Zimmer. Lachend und ein wenig beschwipst, denke ich. Sie würde nie verraten, wo sie gewesen ist. Aber Sedani, die kleine Tonne, hat es mir unabsichtlich verraten. Diese beiden plaudern die ganze Zeit. Warum weiß der Geier? Tonne? Sprich nicht schlecht von deiner Schwester. Was ist in dich gefahren, Lorsulia? Asalia schleicht sich zu einer Hochzeit, ist total betrunken, aber ich bin plötzlich die Böse? Ich rede besser mit Asalia darüber. Ihr Mädels werdet mich eines Tages verrückt machen. Petze. Okay. Euer Gnaden, mein lieber Sohn ist nirgends zu finden. Ja, ein wirklich dummer kleiner Junge, aber trotzdem ist er mein Sohn. Ich bitte Sie, uns zu helfen, ihn zu finden, euer Gnaden. Gibt es eine Chance, dass Sie dies tun könnten? Ein Sohn ist verschwunden. Gibt es da keine Polizei oder so? Naja, mit Goet wäre da nicht weit kämen. Aber das ist dann für 2 Wochen ist der General weg. Das ist schon lang, ne? Was da mal? Schwierig. Aber vielleicht brauche ich den General ja nur für die Banditen oder so. Oh shit, was da mal? Soll ich ihm einfach Gold geben? Aber 7 ist halt schon viel, gell? Aber der ja. Sie sollten versuchen, die Dorfbewohner dazu zu bringen. Ja. Ja. Euer Gnaden, bitte. Ich kann euch bezahlen. Ich habe ein Stück Gold zusammengekratzt. Oh Gott. Behalten Sie Ihr Geld. Wir helfen Ihnen. Oh Gott, ich war jetzt schon so ein Fehler. Ein General, nur um ein Kind zu finden. Das muss ein besonderes Kind sein. Ich kann sehen, dass du den Sohn wirklich sehr liebst. Ihr seid großartig, euer Gnaden. Ach Gott, Gott. Okay, der Nächste. Mein Name ist Elton. Ich bin der Lehnsherr von Branka, euer Gnaden. Ich werde es kurz machen. Jemand hat meine Tochter entführt und sie erwarten, dass ich 12 Gold bezahle, um sie zurückzubekommen. Die Sache ist, ich habe sie aufgespürt und weiß, wo sie sie festhalten. Ich habe alles geplant. Ich brauche nur deinen General, der mir hilft, sie zurückzubekommen. Oder ich könnte einfach das Lösegeld bezahlen. In jedem Fall werde ich eure Hilfe brauchen, euer Gnaden. Hä? Nix da, Mann. Das kannst du selber zahlen. Was ist mit dir? Ich hab sowieso nichts von beiden. Mein General ist verhindert und mein Gold geht zur Neige. Ich wünsche Ihnen viel Glück und Ihnen Ihre Tochter und viel Glück und Ihnen Ihre Tochter zurück. Und ich wünsche, dass Sie sich nie in einer ähnlichen Situation befinden werden. Schützen Sie Ihre Töchter, euer Gnaden. Ich werde mich daran erinnern. Oh. Oh. Okay, Pietro. Euer Gnaden, ich fürchte um mein Leben. Ich glaube, jemand versucht mich zu entführen. Sie sind da los in diesem Dorf, hä? Was ist los? Ich denke, jemand folgt mir. Sie wollen mich tot sehen. Wer ist sie? Ich weiß es nicht. Woher soll ich das wissen? Ich habe nichts getan, oder? Ich gehe besser. Ja, warum kommst du dann zu mir, Mann? Oh Gott, immer diese Bauern. Okay. Ah. Na gut, dann schauen wir mal, wo wir jetzt so hingehen können. Schon wieder in die Gärten. Ah, die Töchter, ne? Oh Gott, das sind ja immer Wahnsinn. Asalia, was tust denn du immer?
Ja, Vater? Es gab eine Hochzeit im Dorf. War das vielleicht die Hochzeit, wo wir das Geld nicht hergeben haben? Ich habe gehört, dass es im Dorf direkt vor unseren Mauern eine ziemlich schöne Hochzeit gab. Es war nicht schlecht, aber ich habe gehört, es hätte noch besser sein können, wenn mein Vater etwas weniger geizig gewesen wäre. Es war die Hochzeit. Klingt, als hatten sie die Ehre eines königlichen Gastes. Nein, natürlich nicht. Ich habe gehört, was die Leute sagen. Komm schon. Ich weiß von der Hochzeit. Ah, ich wollte es eigentlich jetzt nicht sagen, dass ich das von der Lasulia weiß. Ja, Lasulia hat mir erzählt, was passiert ist. Wie würde sie es überhaupt wissen? Oh, natürlich. Sedani. Sedani. Ich habe zu viel auf dem Kopf. Du bist zu nachlässig, Asalia. Ich würde mir nicht vergeben, wenn dir etwas passiert wäre. Oh Gott. Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Nichts wird passieren. Weißt du, was da draußen ist? Was hätte passieren können, wenn jemand alleine in einem Dorf eine Prinzessin gefunden hätte? Alle Säufer, Schläger. Nichts ist passiert, Vater. Ich war anders gekleidet. Ich war vorsichtig. Ich bin nicht dumm. Ich weiß, was ich tue. Ich wollte nur ein bisschen Spaß haben. Lasulia hat gesagt, du warst betrunken. Das ist eine Lüge. Ich weiß, was ich tue. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Wie oft? Pfui, Lasulia. Seit sie 13 ist, glaubt sie, dass du sie dazu zwingen willst, einen fetten, dummen Prinzen zu heiraten und sie in ein anderes Schloss ziehen muss. Wenn sie vorhat, eine so miese Ratte zu sein, wäre es vielleicht das Beste. Hat sich deshalb in letzter Zeit verhalten? Das nehme ich an. Es ändert nichts an der Tatsache, dass sie nur wütend macht. Und es ändert nichts an der Tatsache, dass sie nicht mit dem Namensaufruf aufgehört haben. Was hast du das alles? Sie sind auf die Burg beschränkt. Du wirst den Markt nicht besuchen. Was soll ich in diesen gottverlassenen Mauern tun? Ah, dumme Lasulia. Ich werde ihr eine Lektion erteilen. Hör auf mit den Namen. Ich rede besser mit Lasulia. Eieiei. Schrecklich, liebe Leute. So ist es mit Weibern da. Da ist dann sicher die Lasulia. Warum ist die immer auf die Schlossmauern? Zuerst das, die streicheln. Braves Kätzchen. Oh, du bist es. Asalia hat mir erzählt, was los ist. Sie hat mir erzählt, warum du dich in letzter Zeit vielleicht etwas niedergeschlagen fühlst. Oh, und warum ist das so? Naja, früher war das halt so, ne, dass du irgendwann heiraten musst. Du bist eine erwachsene Frau. Bald werden sich Lehnsherren und Ritter anstellen, um nach ihrer Hand zu fragen. Du weißt, ich muss jemanden auswählen. Aber wir können warten. Ich verspreche, wir werden nicht weitermachen, wenn du nicht bereit bist. Die Zeit wird es zeigen. Kann eigentlich da rüber?
Achso, da geh ich einfach raus. Schlafgemach. Verdammt, ich sehe so müde aus. Oder vielleicht bin ich einfach nur alt. Wir haben viele Störche hier in Debian. Sie sind sehr anmutige Vögel. Ah, dann ist das Wappen kein Flamingo, sondern ein Storch. Aurelia liebt es zu stricken. Die grauen Berge. Sie scheinen im realen Leben viel größer zu sein als in diesem Bild. Ach. Dieser Kamin ist voller Asche. Abends ist es hier allerdings recht gemütlich. Aurelias Kommode, wo sie sich für den Tag fertig macht. Ich wünschte, ich könnte jetzt ein Nickerchen machen. Ich habe aber viel zu tun. Ich würde gerne in die Truhe da reinschauen. Darf ich aber nicht. Ist das sonst noch was? Nö. Okay, Frau, ich muss mit dir reden. Schätzchen? Radoviana sind nach Davern gekommen. Einer ihrer Banditen wurde ins Schloss gebracht. Radoviana? Das kann nicht richtig sein. Glaubst du, es geht um dein... unser Versprechen? Das könnte sein. Was denkst du? Oh nein, die älteste Tochter muss einen Radoviana heiraten. So wird's kämmer, liebe Leute. Vor 13 Jahren haben wir einem Raufbold die Hand unseres ungeborenen Kindes versprochen. Bayren, nicht wahr? Ist das wichtig? Nach 13 Jahren taucht ein Radoviana in unserer Burg auf. Ich werde verdammt sein. Ja, Lorsulia wird bald eine Frau. Wir müssen ihr einen Ehemann suchen. Und Bayren, der Bösewicht, wird kommen, damit ich mein Versprechen erfülle. Erinnerst du dich an den Fluch? Ich möchte nicht einmal darüber nachdenken. Hoffen wir nur, dass der Fluch nichts anderes als ein Scherz ist. Und sehen wir, wie sich die Dinge mit dem Schläger entwickeln. Wie hätten wir in Radoviana die Hand unserer Tochter versprechen können? Vor allem, warum haben wir das gemacht? Was haben wir im Gegenzug gekriegt? Mit einem Messer an der Kehle bin ich mir nicht sicher, was wir sonst hätten tun können. Ach so. Zu glauben, dass unsere Tochter einen Barbaren heiraten wird. Wir können das nicht zulassen, Erik. Keine Sorge, wir werden das lösen. Was werden wir machen? Wenn Bayren jemals auftaucht, um die Hand unserer Tochter zu beanspruchen, wird ihm hoffentlich niemand glauben. Wir müssen nur dumm spielen. Es sei denn, er taucht mit einer Armee auf. Sei jetzt nicht albern. Wie konnte sich ein Bürger eine Armee leisten? Selbst wir können das nicht. Wie konnten Radoviana nach Degern kommen? In dieser Phase scheint alles möglich zu sein. Du hast den Banditen in den Kerker geschickt? Vielleicht kannst du ihn ja ausfragen und sehen, was er weiß. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich weiß nicht. Es fühlt sich falsch an, ob es nun ein Prinz ist oder nur ein Lehnsherr. Ja, aber einen Raufbold heiraten? Das können wir nicht machen. Es ist in Ordnung. Ich werde nicht zulassen, dass sie mitnehmen. Alles klar. Ich werde es schaffen. Ich muss ihn jetzt ausquetschen. Hey, ich hab mir gedacht, ich hab das doch herkriegt. War anscheinend ein anderes doch. Ich wusste nicht, dass ein König in die Kerker kommen würde. Eine Ehre. Wirklich. Genug der Spiele. Sag mir, was du weißt. Warum bist du hier? Um die Zeit totzuschlagen. Siehst du? Bayren, dieser Wahnsinnige, glaubt, dass die Leute ihm folgen werden. Erzählt immer wieder von dem Versprechen.
Einer der sieben Könige wird ihm seine Tochter geben. Er glaubt, eine Chance zu haben, sich unter die Adeligen zu mischen. Ich kann mich immer noch nicht entscheiden. Ist er der Verrückte oder die Leute, die an ihn und daran glauben? Okay. Aber der ja. Du wirst noch eine Weile hier bleiben. Vielleicht bist du nützlich. Klar, solange ich nicht vor Langeweile sterbe. Okay, ach mein Los. Schau mal kurz ins Archiv. Vulkan. Sandte den General trotzdem. Okay. Die Burg erwähnte etwas über die Angst um sein Leben. Ja, der ist dann weggegangen. Radoviana. Bitte wird das hassen. Erik, sage zu. Baron Raufbold. Lösegeld. Monster. Okay, die waren abgeschlossen. Ja. Ich glaube, das war's dabei, oder? Wir haben alles erledigt. Wir kehren in unseren Saal zurück. Warte mal, habe ich da jetzt was übersehen? Achso, das gehört. Okay. Na, passt schon. Okay. Natürlich setzen wir uns auf unseren Thron. Und Woche 2 geht vorüber. Okay, 10 Gold habe ich gekriegt, Steuern 7, aber minus 9. Das heißt, ich habe nur 1 Gold plus gemacht. Puh. Okay, ich habe jetzt 14 Gold, da können wir uns ja auch noch nichts richtig leisten, ne? Nee, speichern. Und verlassen. Was ist das jetzt? Ach so. Speichern und fortfahren. Grevno, Woche 3. Oi, ein Täubchen kommt geflogen. Gott, da sagt mir nichts Neues. Okay. Lieber Erik, wir haben die Berge überquert. Wir werden kommen, um das zu holen, was versprochen wurde. Denn die Götter haben uns mit ihrer Kraft begnadet. Baron, der König von Radovia. Sie haben also doch einen König. Und wo ein König ist, folgt eine Armee. Über welches Versprechen plappern sie überhaupt? Ich weiß nicht. Was auch immer ihre Vorstellungen sind, sie werden wahrscheinlich nach ihnen suchen. Das Problem ist, unsere Schatzkammer hat bessere Zeiten gesehen. Die Suche nach Verbündeten könnte unsere beste Wahl sein. Ich werde sie mit den Audits fortfahren lassen. Und in der Zwischenzeit einige Vorbereitungen treffen. Ich werde in der Ratskammer sein, euer Gnaden. Okay, bis später, Audrey. Okay, machen wir uns bereit, liebe Leute. Es gibt wieder Arbeit. Bauer, Händler, Bauer. Okay. Ihre Gnade, Ungerechtigkeit und ihr Hunger haben unser Dorf getroffen. Schwarz gekleidete Männer kamen und nahmen unser Lager. Kaum etwas, das es wert ist, den Hunden vorzuwerfen. Ich wollte freundlich um 7... Oh Gott, die kann kein Gold hergeben. Oder 5 Säcke... Okay, Vorräte kann er haben. Auf diese Weise können wir zumindest unsere Kinder ernähren. Nehmen die Vorräte. Das wird ausreichen, um uns ein paar Wochen am Leben zu halten. Gott segne euch. Auf Wiedersehen. Der Nächste... Ich komme mit einem Geschäftsvorschlag, euer Gnaden. Ich habe keine 12 Gold. Ich brauche 12 Gold, um Männer einzustellen und Ressourcen zu kaufen, um eine neue Taverne in Branka zu bauen.
Sie sehen, die Taverne ist mehr als nur eine Möglichkeit für Einheimische, sich zu betrinken. Ich hab doch erst ein Gasthaus da bestellt, gemacht, ne? Es hat viele Besucher, aber sie bleiben nie lange. Eine neue Taverne wird das ändern und ein stabiles Einkommen garantieren. Ich werde die Gewinne teilen, sobald ich anfange, Geld mit dem Geschäft zu verdienen. Was, wenn er kein Geld verdient? Weil eine Taverne wird immer laufen, ne? Ui, die. Schwierig. Sollen wir das Risiko eingehen? Scheiße. Juhu! Ach, muss ich irgendeinen Vertrag unterschreiben, dass ich alles Geld von dir krieg? Du wirst es nicht bereuen? Naja, Gnaden. Ich werde gleich mit der Arbeit weitermachen. 8 solide Tische, 13 Betten. Wir könnten eine billigere Gemeinschaftskammer bauen. Oh, es wird gut funktionieren. Oh Gott, ich hoffe, es wird funktionieren, Leute. Hilfe! Eure Gnade, in unserem Dorf grassiert eine Krankheit. Es ist nichts Ernstes, glaube ich, aber Fieber und Schnupfen haben fast alle. Es erschien aus dem Nichts, als ob eine dunkle Kraft es auf uns gebracht hätte. Ich kann nicht viel anbieten, aber hier ist es. Vorräte. Naja, ist halt schon wichtig, ne? Vorräte kann ich ergeben. Stell sicher, dass jeder Zugriff auf das hat, was er benötigt. Naja, fahr, dass ich gesund bleibe. Hey. Okay. Oh ja. Gut. Dann schauen wir uns mal um. Aha, beides da. Rathaussaal, wie spät ist denn? Wir haben nur Zeit. Ui. Seht ihr nie. Die ist aber sehr winzig, die seht ihr nie. Ui. Nur Bücher. So viele Bücher. Ich habe es auf dem Markt gekauft. Ich bin nicht sicher, wie genau es ist. Aber es sieht schön aus. Ui. Aurelia hat die gemacht. Das hier zeigt einen Storch. Es ist unser Hauswappen. Dieses Geweih stammt vom größten Hirsch in Davon. Dieser Beistelltisch ist sehr nützlich für lange Besprechungen. Hier gibt es nichts Nützliches, nur einen Haufen Müll. Okay. Ich rede mit der Sedani als erster. Oi. Hallo. Kürbis. Dumme Gurke, Kartoffelkopf. Was? Kürbis! Oi. Das ist neu. Ich mag Kürbisse. Ah ja, Gnaden. Ah, boy. Sedani, ich hab dir abermals gesagt, nicht hier zu spielen. Aber das ist mein am meisten geliebter Ort hier im hier in der Festung. Hä? Oh, du hast wirklich die allerfeinsten Sachen hier, Vater. Bitte, lass mich hier bleiben. Ich mache auch nichts kaputt, ich verspreche es. Nee. Sei nicht so mürrisch. Ab, ab, ab. Ich sehe dich später im Garten. Kusch. Okay. Wir haben Wichtiges zu besprechen. Euer Gnaden, ich habe einen Späher geschickt, um uns zu berichten, mit was wir rechnen sollten. In der Zwischenzeit sollten wir König Talis einladen. Er könnte uns wahrscheinlich helfen. Drücke auf die Verbündeten-Schaltfläche in der Ressourcenleiste, um nach potenziellen Verbündeten zu sehen. Wir können mit den nahen gelegenen Herren sprechen. Aber zuerst würde ich vorschlagen, Talis einzuladen.
Hier können Sie Details zu jedem Ihrer potenziellen Verbündeten anzeigen. Sie benötigen eine Taube, um eine Einladung zu senden. Ja, muss ich eh machen. Einladen. Toll! Tali sollte uns innerhalb einer Woche besuchen. Mit seiner Armee sollten wir Radovia abwehren können. Egal, mit was sie kommen. Danke, Audrey. Was möchten Sie wissen, euer Gnaden? Wir wissen noch nicht, was uns erwartet, aber mit unserer derzeitigen Armee könnten wir uns nicht einmal gegen Bauern mit Schaufeln verteidigen. Svedovit selbst müsste uns helfen. Verbündete zu finden ist entscheidend, wenn wir eine Chance haben wollen. Okay. Ist sie jetzt im Garten, die Sedane? Ja. Wie geht es dir? Grumpf! Es ist so langweilig hier. Okay. Haben wir jetzt wieder alles erledigt. Verliesformer. Kann ich mit ihr jetzt nur immer irgendwas reden? Nee. Okay. Das war's anscheinend. Wir haben alles erledigt. Moment, warte mal. Hoppla. Oh, ist wieder irgendwas gedruckt? Nee. Achso, da war ich gerade im Rathaussaalgarten. Okay. Ja, oder? Aber es ist schon wieder Zeit für eine Folgenpause. Wir schauen uns jetzt das noch geschwind an. Ja, der General ist noch immer weg, aber der müsste jetzt wieder da sein. Das sucht ja nur das Kind, ne? Steuern haben wir 10 Gold gekriegt, 7 Vorrat haben wir gekriegt. Und ich habe nur mehr 3 Gold. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Liebe Leute, wir machen eine Folgenpause. Wie es weitergeht, erfahren wir in der nächsten Episode. Bis dahin. Ciao.